Ja. Und ich filme mal kurz hier rein. Auf ja, die... das ist ja nicht viel. Nee, man sieht nicht viel. Ich hole mal die Dings raus. Ja, wenn du es rausholst, dann. Aha. Eine. Ja, 20 ja. Minuten vor dem Gutsein. Mhm. Wie lange hast du die jetzt schon drin im Ofen? Eine halbe Stunde. Halbe Stunde. Ja. Das kommt da immer aufs Wetter und alles drauf an. Das funktioniert nicht immer. Nee, muss man, wenn es kälter ist. Ach, nee, aber was denkst du denn? Ich habe manchmal Fische rein und war spät dran. Und Deckel hochgehoben, 10 Minuten waren sie später, übertrieben wir mal, 10 Minuten später. Die sind doch gut. Ja. Und das nächste Mal, wenn ich keine Zeit habe und will Druck machen, dann hebe ich den Deckel hoch, sind sie schwarz. Das gibt's nie, Mensch. Ja, das ist. Na gut, dann kannst du auch noch mal so aufnehmen von innen. Ja, das muss man sieht. Warte mal, ich. Aha. Okay. Anders, wie meinst du? Was anderes? Weil das, pass auf, ich brauche kein Thermometer. Ich habe Thermometer und all den Mist. Ja. Brauche ich nicht. Weißt du, was ich mache? Hände, ja. Und da weiß ich genau, was los ist. Wie, ob es reicht oder ob da noch. Oder noch mal muss. Ja. Und auch kann schön reingucken. Und ja. Vor allen Dingen, wenn immer was ist, sind bloß 15 Fische kaputt. Nicht alle. Nur so. Guck mal, bei mir ging 50 oder 60 in meinen Edelstahlofen rein. Ja. So, die andere Seite brauchst du ja nie so viele. Mhm. Höchstens mal Ausnahmesituation. Wenn mal was ist, ja. Ja. So, und die Erfahrung hat mir das, ich mach's ja nur schon. Angler bin ich schon über fast 50 Jahre. Hab in der Angelvereine Anlage mit aufgebaut, Brutanlage und all den toten Teufel. Ja. Und hier hinten habe ich. Wenn du mal vorbeikommst und hast ein paar Minuten Zeit, kommst du mal hinter. Kannst du das mal hinten angucken? Ja. Im Moment, ich war vor ein paar Jahren schwer krank. Ja. Im Moment hängt es bei mir hinten immer noch an der Ordnung. Das hat mir so einen Nerv gezogen. Da habe ich den Körper von oben bis unten aufgeschnitten. Ah, heftig. So. Und wen gibt es da sowas? Was da für Geld drin steckt, damals, wo ich angefangen habe bei Null, die fehlen 5 Mark immer zu. Ja, hast alles. Ja, ich habe ja viele Zettel noch aufgehoben, aber ich wollte auch mal, wenn du mal krank bist, hockst dich immer hin, tust du mal die Quittung. Ach, alles für die Katz. Also suchst du jemanden, der das alles übernehmen könnte? Das wäre dir am liebsten so. Naja, vor 2 Jahren, wenn sie mich nicht nur auf den 1. Mai notoperiert hätten, lag ich in der Kiste. Ja, und Bad Neustadt, die haben astreine Arbeit gemacht. Bad Neustadt, hat man gehört, die sind gut. Die haben mir das Leben gerettet. Ja, Bad Neustadt ist gut. War nie krank in meinem Leben. Na, erstmal ging es ja vor ein paar Jahren los mit dem Zucker. Ja, Zucker gekriegt, na gut. Auch. Das war aber hier. Ja. Der Wanst. Sei froh, dass du noch nicht so ein Wohlstandsgewächst hast. Ja? Das ist der Anfang von aller Übel. Das Übergewicht. Das hat man nie für voll genommen. Ja. Ich war in der Jugend, ich habe 10 Jahre aktiv geboxt. Ich bin durch jeden Gartenzaun durchgesaust, ohne Anzeigen. Und hier kalte Weih. Das ist, das ist glaube ich, schon vom Westen ein paar, so ein paar ja? oben Teil. Aber die Machart ist unsere. Und wie mit Heizen, hast du da spezielles Holz, was du jetzt nimmst? Ja. Da habe ich mehrere Sachen. Manche sagen Buchenholz. Ich habe auch mal gehört, manche nehmen zum Räuchern von Kirschen, von den Wildkirschen. Obstholz, ganz einfach, alles hat Holz. Ja, alles hat Holz. Auch Eschen und Zeug nehmen. Ja. Und mischen. Und ich habe jetzt eine ganz neue Sorte, aber die behalte ich für mich. Sagst du nicht mehr, was es ist? Nee, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Wenn ich mir das überlege, was ich mir für jahrelang das Holz beigeschleppt und das beigeschleppt. Hast du alles probiert? Und jetzt habe ich es vor der Nase. Ja, gibt ja hier genug Holz bei uns. Aha. Wenn du es wissen willst. Das ist Haselnuss. Haselnuss, also kein Walnuss, Haselnuss. Also ja, Hartholz. Ja, Haselnuss. Das ist Hartholz. Aha. Und Hartholz kannst du ja eigentlich, wie gesagt, alles. Alles nehmen, alles. Und ich habe auch eine ganze Zeit ewig mit Kirsche und allem umher doktriert. Ja. Und das ist, bin ich jetzt zum Schlusspunkt gekommen, nehme nichts mehr anderes. Nur noch Haselnuss. Aha, gut. Ja, wie schaut es aus jetzt bei dir hier drin? Ja, ich muss das nochmal. Noch ein bisschen was. Ja, man sieht es ja unten, wie es klimmt und wie es. Haltung, die Rübe. Wacholder. Wacholder, ja. Wacholder haben viele. Wacholder habe ich.
ist Wacholder, ist ja bei Wursträuchern und so, ich habe ja schon immer. Das gibt es noch ein bisschen. Das ist immer das Beste, was wir hier haben. Gell? Ja, überhaupt generell, schon in ganz Deutschland, da haben sich schon all die Größen hier da drüben bei denen operieren lassen. Selbst ja, der Beckenbauer muss mal bei einer Operation dort gewesen sein und Zeug. Ach, das sind sie gut. Die sind auch Herz- und auch Handchirurgie und so Zeug, die müssen europaweit die Besten sein. Boah. Ja. Also wenn, dann bestehst du drauf. Bad Neustadt. Bad Neustadt in die Klinik. Gut, die Schein kann ich dir da auch nicht geben. Bei mir ist es halt gut gegangen. Ah, wenn es nicht gut geht, dann kann ich mich nicht beklagen bei dir. So, wenn du noch 5 Minuten wartest. Ja, die 5 Minuten habe ich noch. Ja. Da kann ich heute Abend bei meinen Angler sagen, dass ich da war. Eine schöne warme Feuer, die du noch hast. Ja, ja, das wird was schön zu, dass es. Mach langsam. Ja, ich habe auch ein Problem. Ich kann dir vor dem auf halber Strecke nicht versuchen. Ja. Aber die Handhabung mit den Gewürzen und all das ist nur erfahrungswert. Da komme ich eigentlich hin. Ich wüsste nicht, dass ich schon mal jemand bösartig beschwert hätte. Hat immer Glück, wo ich das mal so sagen.